Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute 10 Bilder, bei denen du wirklich nicht glauben wirst, dass diese nicht gefotoshoppt wurden. Ja, wir alle sehen sie immer wieder auf den unterschiedlichen Social-Media-Seiten. Bilder, die einfach so unnatürlich aussehen, doch am Ende stellt sich raus, diese Bilder sind echt und diese Bilder haben im wahren Leben stattgefunden. Und jetzt wollen wir euch gar nicht weiter auf die Folter spannen, sondern legen direkt los mit Platz Nummer 1. Platz Nummer 1, eine Stadt in den Wolken. Ja, hier sieht es so aus, als würde eine Stadt in den Wolken wirklich existieren. Das ist kaum zu glauben, doch ein Fotograf hat hier San Francisco bei dieser Kulisse fotografiert. Und diese Kulisse war ein einzigartiges Naturereignis, wo es so aussah, als wäre San Francisco hier aus den Wolken herausgeragt. Was sagt ihr zu diesem Foto? Ich finde es fantastisch. Platz Nummer 2, die farblose Weihnachtsfrau. Ja, das sieht da wirklich gewaltig nach Photoshop aus, als ob man diese Frau hier ausgeschnitten hätte und dann ihr die Farbe entzogen hätte. Doch die Wahrheit ist, die Frau trägt einen schwarz-weiß-grauen Anzug und ihre Haare wurden entfärbt. Das Make-up im Gesicht wurde so bearbeitet, dass sie auch so ein bisschen in so einen Schwarz-Weiß-Modus aussieht. Und ja, das ist die farblose Weihnachtsfrau. Das Ganze sieht wirklich super bearbeitet aus, aber am Ende ist es echt, ich glaube, es war wahrscheinlich noch viel krasser, wenn man wirklich daneben stand, diese Frau angeguckt hat und es einfach nicht glauben konnte, dass das hier gerade vor seinen Augen passiert. Und auf dem Foto sieht es natürlich auch super faszinierend aus. Platz Nummer 3, Blitz und Asche. Ja, so oder so ähnlich stellen wir uns, glaube ich, ein 0815 bearbeitetes Photoshop-Bild vor, oder? Das Ganze ist aber eine Vulkaneruption auf Island. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich denke mal, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort war hier der Fotograf, der, glaube ich, alles richtig gemacht hat. Dieses Bild ging auch einmal komplett um die Welt. Vielleicht kanntet ihr das ja schon. Ich finde es fantastisch. Es sieht wirklich atemberaubend aus und vor allem ist es nicht gefotoshoppt. Platz Nummer 4, die perfekte Ordnung. Ja, das Bild stammte von einem Münchner Fotograf, der hier an einem Strand an der Adria wirklich ein super, super Bild gemacht hat. Hier sieht wirklich alles so aus, als wäre es eigentlich so hingestellt. Es sieht ein bisschen aus wie in so einem Kinderbuch, in so einem kleinen Pixie-Buch, wo man wirklich die perfekte Welt zeigt. Also für jeden, der auf Ordnung steht, ist das hier, glaube ich, das perfekte Bild. Es sieht natürlich erst ein bisschen gemacht aus, aber wenn man natürlich genauer hinguckt, dann sieht man natürlich schon, das ist ein reales Bild und ich würde sagen, ein ganz, ganz gutes Foto. Platz Nummer 5, das Geisterauto. Das finde ich, ist für mich einer der Favoriten hier aus dieser Liste und ihr werdet wahrscheinlich schon alle so ein bisschen wissen, wohin die Reise hier geht, denn das Ganze ist natürlich kein Geisterauto oder ein unsichtbares Auto, sondern hier war ein Auto regelrecht festgefroren und ein Auto, was dort geparkt hatte, packte dann aus und dann blieb diese Eisfläche einfach stehen und das sieht dann natürlich so ein bisschen nach Geisterauto aus, aber es ist natürlich am Ende einfach zu erklären, trotzdem ein ganz, ganz starkes Foto, glaube ich, wo man wirklich erstmal 2-3 Mal hinsehen muss. Ich glaube, dann kommt man auch sehr schnell auf die richtige Fährte, aber trotzdem ist es wirklich ein Hingucker. Platz Nummer 6, ein riesiger Hase. Und das ist wieder so ein Bild, wo ich sage, wie bei der farblosen Weihnachtsfrau, das sieht wirklich krass aus und das sieht wirklich super stark gemacht aus. Doch hier geht es sogar um ein Tier, das nicht in der Nähe von Tschernobyl entbunden worden ist, sondern dieses Tier kommt in der Tat aus Deutschland. Denn den Mann, den wir hier sehen, das ist Karl Smolinski und er hat einen riesigen Hasen hier selbst gezüchtet. Und dieses Bild ist wirklich ziemlich, ziemlich krass. Also es sieht wirklich nach einem Riesenverhältnis aus, wenn man die beiden da sieht und er hält es noch so fest. Also das sieht ja nach ganz, ganz unglaubwürdigen Verhältnissen aus. Deswegen würde ich hier denken, wenn ich dieses Bild wirklich vorgelegt bekommen hätte, hätte ich gesagt 100% Photoshop. Aber hier sehen wir wirklich in der Tat einen selbstgezüchteten riesigen Hasen und das Ganze auch noch in Deutschland. Man denkt dann immer, okay, komm, das ist jetzt irgendwo in Russland oder so oder in den USA. Nein, ein deutscher gezüchteter Hase hier auf diesem Bild. Platz Nummer 7. Hier sehen wir zwei Welten und die harte Grenze dazwischen. Ja, das Bild stammt natürlich aus New York. Ich denke, das konntet ihr euch auch schon alle denken. Und ich finde, es hat hinterlässt einen sehr schönen Eindruck, weil hier sieht man wirklich einmal diese Grünfläche,
dieser Park und direkt daneben dieser harte Asphalt, diese riesige Betonwüste, ja, wo wirklich ein Wolkenkratzer neben den anderen steht und es wirklich vor Menschen einfach so wimmelt. Klar, in diesem Park auch, aber diese zwei Welten, die hier wirklich so hart aneinander prallen, wirklich mit einer Grenze, die sich fast wie ein Strich da durchzieht, das finde ich wirklich ein ganz, ganz starkes Bild. Ich denke, hier haben wir nicht alle gedacht, das wäre gefotoshoppt, aber ich finde dieses Bild und die Aussage von diesem Bild einfach sehr, sehr krass, sehr, sehr schön, ein gelungenes Foto. Platz Nummer 8. Und wie könnte man Platz Nummer 8 besser beschreiben als einfach nur mit dem ganz einfachen Wort pink? Denn hier sehen wir wirklich einen realen See und dieser See wurde nicht etwa verschmutzt von irgendwelchen Jugendlichen oder es war auch nicht irgendwie ein großes Kunstwerk. Nein, das ist der Retba-See, der nordöstlich im Senegal liegt, also an der Westküste von Afrika. Und in diesem Wasser leben sogenannte Cyanobakterien und diese Cyanobakterien lassen das Meer oder diesen See, nicht das Meer, pink einfärben. Und ähnlich wie das Tote Meer ist der See sehr salzhaltig, sodass man ohne viel Anstrengung auf dem Wasser schwimmen kann. Das Ganze ist wirklich ein ganz, ganz fantastisches Foto und da kann man sich wirklich auch nochmal andere Fotos raussuchen. Wie gesagt, der Retba-See nördlich im Senegal an der Westküste Afrikas ist wirklich ein ganz, ganz krasser Hingucker, wo man am Anfang wirklich denkt, was ist das jetzt? Also entweder das ist krass gefotoshoppt oder hier haben irgendwelche Jugendliche irgendwelche Scherze gemacht oder es ist wirklich irgendwie ein Kunstwerk oder so. Aber das ist wirklich krass, dass das hier wirklich im realen Leben existiert. Platz Nummer 9, Tennis im Himmel. Ja, hier muss man ordentlich schwindelfrei sein. Doch diesen Tennisplatz gibt es tatsächlich wirklich. Auch wenn es als erstes nicht so aussieht und man so denkt, okay, das ist ja mal der größte Fake, den ich je gesehen habe. Nein, Dubai macht es möglich. Und zwar im 6-Sterne-Hotel Burj Al Arab wird die Fläche normalerweise als Landeplatz für Helikopter genutzt. Doch für ein YouTube-Video wurde hierauf dann kurzfristig ein Tennisplatz oben zur Verfügung gestellt. Und das Ganze sieht man in solchen krassen Szenen. Dieses Video ist auch immer noch auf YouTube online. Das heißt, ihr könnt es euch immer noch angucken. Ich werde es mal unten verlinken. Dann könnt ihr euch da mal reinklicken. Und das ist wirklich krass. Also das ist, ja, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, so wie auf diesem Foto. Man denkt, das kann nicht möglich sein, aber das ist es wirklich. Und selbst wenn man das Bewegtbild sieht, kann man es immer noch kaum glauben. Platz Nummer 10 und auch hier wieder, ja, da fällt es einem so ein bisschen wie Schuppen von den Augen, eine Wolke im Zimmer. Ja, wie kann das passieren? Das Ganze ist auch echt und nicht gefotoshoppt, auch wenn es so aussieht. Und es sieht eindeutig super, super künstlich aus. Doch hier hat der holländische Künstler Bernard Smilt eine Nebelmaschine, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit so angepasst, dass in einem Raum oder innerhalb eines Raumes eine kleine Miniwolke entsteht, die dann auch mehrere Sekunden bis Minuten dort in dem Raum. Und das ist, wenn man sieht, da gibt es auch nochmal Bewegtbilder zu, die kann ich hier leider nicht zeigen. Wirklich ganz, ganz krass. Es sieht wirklich super unreal aus, surreal, einfach eine Wolke in einem Raum, die dort auch noch für mehrere Minuten stehen bleibt. Das Ganze, wie gesagt, mit einer Nebelmaschine der richtigen Temperatur und Luftfeuchtigkeit möglich, das hier zu produzieren. Natürlich auch gut in Szene gesetzt durch die Beleuchtung. Aber das Ganze sieht wirklich sehr, sehr surreal aus. Ich musste da wirklich zwei, dreimal hingucken. Wie gesagt, es gibt auch Bewegtbilder. Da wirkt das Ganze noch surrealer, weil dann finde ich es immer, wirkt es noch krasser, wenn man dann eigentlich so merkt, okay, das ist jetzt kein Bild, sondern das Ganze bewegt sich auch noch. Dann sieht es ja noch echter aus, aber auch noch surrealer. Und ja, guckt euch das Ganze mal an. Und das waren uns schon unsere 10 Plätze hier. Die 10 krassesten Fotos, die aussehen, als wären sie gefotoshoppt sind, ohne dass sie es sind. Welches Bild hat euch denn am besten gefallen oder welches Bild hat euch am meisten geflasht? Bei mir war es wirklich die Weihnachtsfrau, denn da hätte ich gedacht, das ist klassische Bildbearbeitung. Doch am Ende war es dann nicht so. Deswegen schreibt mal euer Bild in die Kommentare, was euch am meisten geflasht hat und eure Anmerkungen bitte auch und vielleicht auch eure Videowünsche. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert uns und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.